Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wirtschaftssimulationsfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt und Mad Games Tycoon 2. Wir gehen in die dritte Runde und versuchen auf sehr schwer zu überleben. Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf sehr schwer drei Versuche brauche, bis ich... Das ist unglaublich. Aber hier oben sehen wir eventuell den Grund. Wir sind in der Version 23.01.23b. So, und die hat das Spiel wieder ein bisschen verändert. Wir machen mal ein neues Spiel. Wir nennen uns, oh, ich brauche mal einen neuen Namen. One Bug Games. Frei Entertainment. Machen wir es mal so. So, sehr schwer, 76, Standard, 100, normal, Arbeitsgeschwindigkeit. Wir müssen dringend das Gebäude ändern. Wir gehen auf europäisches Landgut. Und zwar, ich habe jetzt sogar das Problem auf normal in meinem privaten Spiel, auf dieser Karte das große Gebäude zu kaufen. Mir geht gerade massiv der Platz aus. Ich müsste mich vergrößern und ich habe kein Geld, um dieses große Gebäude zu kaufen. Und das, obwohl ich permanent in Kettenreaktion Engines produziere, Spiele produziere und, und. Ich habe 180 Millionen auf dem Konto. Das mittlere Gebäude, das große Gebäude kostet über 200 Millionen, selbst auf normal. Ich kann es mir noch nicht leisten. Und du kannst dich nicht erweitern hier. Also du steckst fest irgendwann. Vielleicht war auch das einer der Gründe. Die Gebäudepreise, weshalb der letzte Versuch so dermaßen schief ging. So, wir versuchen es mal wieder auf dem europäischen Landgut. Die sind ja ganz gut aufgeteilt mit 5 kleinen Gebäuden und einem relativ, mit einem ordentlichen mittleren Gebäude. So. Das bleibt alles so. Da gibt es keine Kritik dran zu äußern. Wir deaktivieren das Tutorial. Und dann legen wir mal los. So, und das ist gar nicht so einfach, das Loslegen hier. Weil, wie soll ich es erklären? Wir brauchen eine Entwicklung. So, und da ist jetzt die Frage, wie groß mache ich die? Wir machen sie groß. Also die Art, was ich vorhabe, jetzt hier zu machen, da können wir das groß machen, da ist das okay. So, ich brauche auch 6 dieser Schreibtische. Denn ich habe gestern Abend in meinem Livestream getestet, nochmal. Wir spielen zwar gerade ein ganz anderes Spiel im Stream, aber... So eine kleine Testsession haben wir uns dann noch gegönnt. Und dabei ist mir was aufgefallen, was ich so noch nie wahrgenommen habe und hat mein Denken komplett verändert. Und da bin ich mal gespannt, ob das hier auch funktioniert oder ob das einfach wieder mal nur Glück war. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach nur Glück war, dass es einmal funktioniert hat und dann... Das weißt du ja nie bei dem Spiel hier. So. Teppich rein. Dann brauchen wir eine Forschung. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir die Forschung, wenn ich schnell forsche, komme ich natürlich auch besser voran. Wir machen es groß. So, dann gucken wir mal, ob wir hier 2 Tische nebeneinander kriegen. Sehr schön. Ja, da haben wir hinten sogar noch so viel Platz, das könnten wir alles noch ein bisschen nach hinten verschieben. Es wird mit der Heizung problematisch, wenn ich es so lasse. So, wir ziehen das mal ein Stückchen nach hinten.
Interessant, wie hier unten das Mannequin hin und her springt. So, machen wir hier eine Heizung hin. Und hier eine Heizung hin. Dann können wir hier noch eine Uhr hinhängen. Und dann da noch ein Pflänzchen hinstellen. Dann sieht es fast aus wie nebenan. Und dann suchen wir noch unser Teppichlein, was dann hier in die Mitte kommt. Jo. Dann machen wir einen Aufenthaltsraum. Den machen wir mal hierher. Ich könnte ihn jetzt fast schon automatisch aufbauen lassen. Dann haben wir, kommen wir schneller voran und haben weniger Stress. Aber die verschwenden leider auch dein Geld, diese automatischen Aufbauaktionen. Und die wichtigen Sachen haben sie meistens nicht dabei. Das ist das Problem beim automatischen Aufbauen. Das, was wichtig ist, das fehlt immer. So. Ich bin echt drauf gespannt, ob das funktioniert, was ich hier vorhab. Auf dieser Karte habe ich es noch nicht versucht. Ist falsch. Die Tür muss ein bisschen. Ja, das ist besser. So, dann kann ich da nämlich eventuell sogar 3 Toiletten reinkriegen. Nein. Eventuell anders. Das müsste gehen. Kriegen wir da die Toilette? Könnte trotzdem klappen. Wir müssen testen. Ich hätte nämlich ganz gern 3 Toiletten hier drin. So, wir machen hier einen Handtrockner hin. Stellen da einen Mülleimer drunter. Packen dann da ein Waschbecken hin. So, jetzt kommt der spannende Moment. Das wird nichts. Holy fuck. Ja. Die Begeisterung ist zu hören. Ding bleibt wirklich hier hängen, ey. Das ist unglaublich. So, machen wir es hierher, machen dann hier eine Heizung drunter, dann könnte es funktionieren. Hier vielleicht noch eine Uhr hin. Tja, für Pflanze haben wir keinen Platz, Teppich brauchen wir nicht, danke. So, dann haben wir hier hinten noch ein ganz klein wenig Platz, aber nicht viel. So, das Wichtigste zuerst, wir machen einen Auftrag, der ist 32.000 wert, let's go, dann gucken wir in den Arbeitsmarkt rein, Wissenschaftler zu teuer, Game Designer zu teuer, Game Designer kann nix, weiter geht's. So, und das neue Konzept heißt, wir arbeiten. Wir arbeiten wie blöde. So, neuer Arbeitsmarkt. Wissenschaftler das ist sehr gut, den nehmen wir. Wissenschaftler 2000 nicht, Grafik, brauchen wir gerade alles nicht. So, die alle weg. Auftragsarbeit, let's go. So, der kann mal gucken, wir brauchen, das Gameplay-Feature hier. Dann muss ich gucken, wegen Arbeitszeiten und so. Wir wollen keine Crunch-Time, damit kommt der Typ nämlich gar nicht klar. Sputniks sollen im Gebäude bleiben, bei 65 das hier, dann geringer Druck und viele Pausen. So, dann soll er das hier machen. Was haben wir hier eigentlich für ein Genre? Adventure.
Kriegen wir 15% Adventure hin? Haben wir dafür überhaupt einen... Oh Gott, wir haben dafür noch nicht mal einen... Wir nehmen einfach Bowling. Das passt zwar nicht, aber egal. So, das Ganze brauchen wir einen Controller für. Alter, wenn ich nur noch wüsste, wie es ging. Das weiß ich, das weiß ich. Das waren, glaube ich, 7. Waren das 5? Waren es 5 oder 6? Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ja, wie auch immer. So, das hier 7. Ich glaube, das war mittig. Bei dem hier bin ich mir nicht sicher. Gameplay. 20, 40, 30. Boah. Egal. Ich geh sowieso gerade einen falschen Weg. Aber ich glaube, es stimmt. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir haben noch nichts, um es zu checken. Das ist auch geil. Wir haben noch nichts, um es zu checken. So, let's go. Entwickel. Arbeitsmarkt. Game Designer brauchen wir nicht. Programmierer 2000. Der hier nicht, der ist zu teuer, den brauchen wir auch nicht. Bei dem bin ich ein bisschen hin und her, aber 2000. Für 37. Grenzwertig, aber wir brauchen. So, ganz wichtig, wir brauchen Genres. Eigentlich alle. Let's go. Gibt's Wissenschaftler? Ne, Programmierer. Oh, der ist gut. Der kostet nur 1,8. Entwicklungsbericht. Wieso sagt er, es gibt keinen? Da bin ich doch. Das Problem sind halt die Bugs. Wir brauchen noch eine Game... Designabteilung, so schnell es geht. Wie heißt das Ding? Wieder vergessen, wie es heißt. Wie heißt denn Game Qualitätssicherung? Da. Game Tester brauchen wir. So, das ist nicht gut. Eventuell. Und Tastatur-Support dazu packen. Damit kann es hingehen. Spiel abgeben mit Bugs. Völlig schnuppe. So, wir kommen auf 23%. Wir verdienen 5000. Alles Bingo. Weiter geht's. Wir machen Auftragsarbeiten. Weil wir damit mehr verdienen. Dann gucken wir wieder bei die Auftragsspiele rein. Also, wir haben hier... Damit verdienen wir besser. Wir kopieren einfach das, was wir kennen. Weil ich einfach der Meinung bin, wir kopieren das mal. So, und das ist somit die unlogischste Entscheidung. Wir kopieren das mal, weil ich einfach der Meinung bin, wir kopieren das mal. 20%. Vielleicht kriegen wir damit 20% hin. Wir testen. Hau rein. Mach hin. So, dann sind die hier durch. Dann sollten wir hier ganz schnell
B-Plus erforschen. Sehr viele Bugs. Es gibt ein Problem, dass wir 15 Bugs haben. Nee, gibt's nicht. Spiel abgeben. 36%, 10.000 verdient. Auftragsarbeit. Wir kommen hier schon auf 3%. Das heißt, die Auftragsarbeiten werden teilweise schon ein bisschen besser bezahlt. Wir werden uns wahrscheinlich hauptsächlich mit Auftragsarbeiten durchschlagen müssen. Flua. Flua kriegt einen Sputnik. Ich muss einen Sputnik nehmen, wahrscheinlich, weil die werden bald Dreck machen. Und Flua kriegt Heizung. Ganz interessant, gestern Abend im Livestream meinte einer, er wüsste gar nicht, dass es den Roboter gibt. Den sieht er bei mir zum ersten Mal, seit wann es den gebe. Also ich bin ja immer noch der Meinung, der wurde eingefügt, als das Spiel rauskam. Ich glaube, es gab noch nie ein ohne Sputnik. Aber gut, vielleicht weiß da einer von euch mehr. So, wir übernehmen. Nein, ich will alles übernehmen. Alles übernehmen. Tadab, 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 tadab. Ich lasse das drin. Wir hatten damit 20%. Gucken wir mal, ob wir damit nochmal 20% kriegen. Arbeitsmarkt, Grafiker brauche ich nicht. Programmierer 3000 brauche ich nicht. Programmierer 1,8. Das sind Programmierer, die ich gerne habe. Programmierer 1000, aber... Nee. Programmierer, zwar fehlerfrei, aber 2,5. Techniker brauche ich noch nicht. Grafiker brauche ich noch nicht. Programmierer, den kann ich nehmen, weil unbelastbar interessiert uns nicht. 1,3. Jetzt werden wir ein Stück kriegen. Ja? Grafiker weg, der weg, der weg, der weg. Programmierer. Ich glaube, ich werde demnächst ein paar austauschen müssen. Ich denke nicht, dass das gut geht auf Dauer. So, Programmierer weg. Programmierer sind abgehakt. Wir suchen noch einen Wissenschaftler. So, haben wir schon mal zwei Wissenschaftler. Geht's mal ein bisschen schneller vorwärts. Spiel abgeben. Leicht Minus gemacht. Ja gut, das liegt daran, dass wir eben sehr viel Personal haben. Das kostet halt ein bisschen. Aber wir haben mittlerweile hier Aufträge. Die wir mit 6 Mann relativ schnell durchkriegen. Und die uns auch schon mal gut Geld bringen. Das ist ja schon mal was. So, Auftragsarbeit. Machen wir mit dem weiter, wo ich mich auskenne. Vermutlich ist dafür Bowling ganz gut. Wir machen irgendwie alles mit Bowling. So. 2,8, 2,3, 8, 7, 7, 7, 1, 40, 40. Also wohlgemerkt, ich mache das alles im Kopf. Ich habe nichts dabei, weil ich will an sich gar nicht solche Hinweise nutzen. Sondern wir wollen das ohne schaffen. Das ist die liebste Art, wie ich spiele. Das was ohne schaffen.
So, wir kriegen 30 bis 50% trotz 20 Bucks. Also raus damit. Haben wir 4000 verdient. Auftragsspiel, next one. Wir kopieren. Komplett kopieren. Das auch dafür, ja. Okay, let's go. So, dann haben wir hier mal alles soweit durch. Jetzt können wir uns noch ein bisschen Vorteile verschaffen, indem wir sagen, einmal angeln, please. What? Wir haben 22.000 damit verdient. Rennspiel, 5%. Schaffen wir das? Ich habe keine Ahnung. Das geht schief. Auf der anderen Seite, geschissen drauf, dann geht's halt schief. Rennsport. Rennspiel und Rennsport passt bestimmt gut zusammen. Aber ich meine, Teenager wäre hier besser. Da achte ich in letzter Zeit zu wenig drauf. Ich habe keine Ahnung, was ich hier einstellen muss. Wir machen Controller und Tastatursupport rein, dann kommen wir auf 23.000. Wir brauchen ja nur 5%. Let's go. So, dann machen wir hier einmal Chemie. Ich brauche ein Thema für jedes Genre, was wir haben. Perfekt. 5% haben wir hingekriegt. Sind sogar 20. Wir kriegen 8000. Thank you. So, 16.000 hierfür. Auftragsspiel. Haben wir das hier schon gemacht? Denkspiel. Ach, wir haben es noch nicht. So ein Mist. Moment, wir machen damit weiter. Nehmen wir einfach mal Dating. Könnte ja funktionieren, weil ich sag nur Leisure Suit Larry oder Leisure Suit Larry oder wie auch immer das Ding da hieß. Wir übernehmen das ganze Spielkonzept. Dating. Brauche ich nicht so viel einstellen, wenn ich das ganze Spielkonzept übernehme. So, 10% kriegen wir, glaube ich, auch hin ohne Arcade-Joystick. So, dann brauchen wir in Zukunft Zeitreise für Rollenspiele. Also wir haben für Rennspiele haben wir ja schon ein Thema. Das heißt, da brauchen wir gar nichts mehr. So, dann sind wir damit schon mal durch. Dann brauchen wir hier noch das Unterthema. Spiel abgeben. Wir verdienen 13.000. So, jetzt haben wir das. Dann haben wir Chemie schon griffbereit. Holla, die Waldfee. Wir fliegen hier durch. So, da weiß ich, das sind 50, 10, 10, 30. Ich weiß, es sind 8, 8, 0. Ich habe keinen blassen Dunst. Ich wusste es gestern noch, heute weiß ich es nicht mehr. Wir machen mal einen ganz skurrilen Weg hier. Nicht wundern, das hier ist nur der Test, um rauszukriegen, wie wir es einstellen, sobald wir da die entsprechende Abteilung für haben. Um das rauszukriegen, kriegen wir es raus. So, für 21.000 wir entwickeln. Und
Unterthema geht zu langsam voran. Haben wir hier eventuell noch Wissenschaftler, Wissenschaftler für 1,4 hört sich gut an. Arbeitsmarkt, Grafiker kann raus, Game Designer kann raus, Grafiker raus, Programmierer für 1000 raus, Wissenschaftler für 1,4. Verdoppeln mal die Abteilung hier. So, 20% Spiel abgeben. 23.000 verdient. Kurzauftrag 34.000 verdient. Wir sind schon bei 14,6% für die Auftragsbearbeitung. So, wir haben das Unterthema. Wir erforschen ganz flott Fische. So, wir entwickeln ein Spiel, ein eigenes Spiel. Wir klauen uns das hier. Wir gehen auf alle. Wir machen hier Angeln und Fische. Nennen das Ganze Angelsport. Ich will es nicht immer Fishing nennen. So, packen hier beide Konsolen rein, die beide nicht wirklich umfangreich sind. Es gibt noch keine weitere. Das ist schlecht. Wir machen alle Sprachen rein. Die Einstellungen lassen wir so. Wir machen alle Features rein, weil gelb und grün ist okay. Also ich drücke in letzter Zeit gar nicht auf alle geeigneten. Uns gibt ein paar Punkte, weil wir 5 Sachen drin haben. Und da würde ich sagen, let's go. Problem hier werden die Bugs werden. Wir müssen die Entwicklung ein bisschen in die Länge ziehen, dass wir debuggen. Wie lange gilt das Ganze noch? Noch 42 Wochen, also wir haben Zeit. Am liebsten hätte ich natürlich eine Abteilung, die debuggt. Ich guck gerade mal rein, die Bank 380.000. Im Monat. Wir gehen das Risiko ein, wir machen die Qualitätssicherung. Wir erforschen die Qualitätssicherung. Einfach mal ins Blaue, geht dann zwar ins Minus, wir haben 6-80% und das mit 26 Bugs. Ich bin am Überlegen. Also wenn die es schaffen, die 6 Bugs da noch rauszukriegen, dass wir unter 20 kommen, gucken wir nochmal. Die sollen mal hinne machen. Macht mal hinne. So. Immer noch 6-80. Scheiße, da hätten wir reingemusst. Egal. Oh Leute, macht mal ein bisschen hin da mit den Bugs. Ihr macht mir das Spiel so teuer. Wir sind schon bei 54.000, ich gebe ab. Wir suchen Publisher, wir kriegen gescheite Publisher. Warum kriegen wir gescheite Publisher? Weil wir ein bisschen Ahnung haben davon. Wir suchen einen 4-Sterne-Publisher, der uns das meiste Geld gibt und der sich mit Geschicklichkeit auskennt. Das ist, glaube ich, Komani oder Namco. Die geben uns 10 Dollar. Ich glaube, wir bauen uns Taito auf. Oder bauen wir uns Komani auf? Komm, wir nehmen die. So, wir machen 77%. Die Fortsetzung ist freigeschaltet. Das ist schon mal sehr gut. Die Qualitätssicherung ist im Anrollen. Wir entwickeln noch ein Spiel. Wir kopieren Angelsport. Probier es einfach mal, ob es funktioniert. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich funktioniert. Ich könnte natürlich auch jetzt hingehen. Das machen wir auch. Also, wir machen das anders. Update. Kostenfreies Update. Einmal 6.000. Let's go.
So, Arbeitsauftrag 12.000, let's go. Die Qualitätssicherung ist durch. Wir gehen hier rein, wir machen Würmer. Qualitätssicherung. Wir bauen hier die Qualitätssicherung. Ja, ich mache die bewusst so groß. Wir müssen so schnell wie es geht halt ausbauen. Das ist der Grund, warum ich hier so drauf hau und so eine Hektik mache. Weil time is money sozusagen. Teppich. So, ab jetzt suchen wir dann auch die guten Game, wie heißen sie? Game Testing Leute. Und wir haben natürlich keinen Game Testing Mann hier. Haben wir Forschung, irgendwas Gescheites? Der hier ist einigermaßen gescheit in Forschung. Den stellen wir mal ein. Jetzt fragt ihr euch, warum nimmt er so viele Leute für die Forschung rein? Weil die Abteilung wechseln können. So, der Rest ist nicht ganz so prickelnd, was die Wissenschaft angeht. Können wir alles mal rauslöschen. Okay, wir suchen eigentlich Game Testing. Der Rest interessiert mich nicht. Schmeißen wir alles raus. So, wir machen damit schon 60.000 plus. Das ist immer gut. Auftragsspieler. 15%. Kriegen wir 15% Rennspiel hin? Wir hatten 20%. Gut, machen wir gerade nicht. Macht gerade keinen Sinn. So, wir kopieren Angelsport, aber wir nehmen Bowling und entfernen das hier. Und machen die Sprachen hier raus. Das hier bleibt alles so. Hier machen wir alles weg, bis auf die zwei Dinger. Und dann lassen wir den Spaß laufen und schnappen uns die hier, weil die gerade nichts zu tun haben. Alle selektieren hier rein, dann können die hier mal gerade das Bugfixing laufen lassen. Also ich weiß ja nicht, wir machen hier 60er Bewertungen und haben so gut wie nichts drin. Ich glaube, wir sollten definitiv 53.000 für den Auftrag, den machen wir natürlich. So, die können wir schnell Spieleberichte erstellen. Wir haben ja schon jede Menge Spiele gemacht. So, und jetzt kommt natürlich die Liniengrafik, das war mir so klar. Wenn wir auf dem Arbeitsmarkt Spieletester finden würden, muss der 3,9 kosten. Dann könnten wir hier ein paar von denen abziehen. 1, 2, 3 selektieren hier rein, dann können die sich mal hier drum kümmern. Das ist ein Kampf. So, ich würde gerne eigentlich noch viel länger jetzt weiter zocken mit euch. Ich würde hier zumindest gerne nochmal die Basis zum Stehen bringen. Da sind wir gerade kurz davor, dass wir das hier mal alles durch haben. So, hier kommen jetzt Aufträge rein, die wir halt jetzt die ganze Zeit abarbeiten. Kommen kaum hinterher, aber solange die Abteilung dabei ist, Spieleberichte zu schreiben, macht's, glaube ich, eh keinen Sinn.
So, wir kommen langsam auch an die Geldgrenze, wo wir die Werkstatt erforschen könnten. Dann wird es langsam interessant, was der Schuppen hier kostet. Und außerdem wollen wir auch noch ein eigenes Spiel machen. Alter, wir kriegen einfach kein Stück. Noch 21 Wochen. Ich muss abbrechen. Die Automation. Automatik beenden. Die hier noch die Checkpoints. So, Spiel entwickeln, neues Spiel. Wir kopieren Angelsport. Wir tauschen aus Würmer und Fische und nennen das Ganze Snakes. Gibt mittlerweile, glaube ich, auch schon neue Computer. Alter Schwede. Sie verlangen mir zu viel ab. Astro Arcade hat sogar mehr. Das war alles richtig. Dann packen wir noch Secrets und Checkpoints dazu. Dann würde ich sagen, let's go. Dann können die hier kleine Gameplay-Verbesserungen machen und dann die Bugs raus. So, ein neues Genre Rollenspiel. Die machen ganz schön viele Bugs, mein lieber Mann. Wir brauchen Spieletester. Ich nehme den mal mit. Das ist nicht so verkehrt. So, jetzt nehmen wir hier die Wissenschaftler raus. Die können ja eh nicht so, wie wir wollen. Die selektieren wir mal und packen die hier vor. Dann geht das ein bisschen schneller und die sind auch ein bisschen schneller mit ihrer Arbeit. Die Entwicklung wollen wir fortsetzen. Wir wollen gerne bugfrei auf den Markt kommen. Haut rein, Jungs, haut rein. So, wir wollen Publisher suchen. Wir hatten gesagt, wir wollen die hier aufbauen. Da haben wir schon 2 Punkte durch Aufträge. So, das gibt einen 78er Titel. Wir machen ein Update, kostenloses Update für Snakes. Die können den Spielebericht für Snakes erstellen. Und dann machen wir hier 4 Kurzaufträge, die richtig gut bezahlt werden. So, und dann gucken wir gerade mal hier rein in die Spieleberichte, die wir schon gemacht haben. Geschicklichkeit wissen wir, dass es gut ist. Denksport. Ja, da unten liege ich richtig. Damit habe ich, glaube ich, auch richtig gelegen. Chemie passt, Zielgruppe alle passt nicht. Adventure, wow. Ich hatte Adventure echt noch im Kopf und Dating passt sogar. Wir brauchen nur die Zielgruppe, müssen wir noch ändern. Dann haben wir das perfekte Adventure-Spiel. Rennspiel, Teenager-Rennspiel passt. Da haben wir die Werte und da kein einziger Fünfer stimmt. Tja, so ist das. So, hier gibt es keine Aufträge, die sie machen können. Die entwickeln gerade das Rollenspiel. Das Rollenspiel brauchen wir auch noch ein Thema. Nehmen wir mal die Adelshäuser mit. So, hiervon verkaufen wir richtig gut. Da geht ein bisschen was. Wir kriegen Geld zusammen. Wir können eventuell sogar gleich das Nebengebäude kaufen. Spin-offs wurde freigeschaltet. Das hört sich auch gut an. Das ist der Hammer. So, ich bin am Überlegen, ob wir noch einen Messestand mitnehmen sollen für 35.000. Dann können wir das Zeug hier noch ein bisschen verlängern, eventuell, und haben die ersten Fans, die wir aber auch wieder vernichten werden. So viel kann ich schon mal vorneweg sagen. Auf die Fans kommt es mir gerade gar nicht an. So, ich bin sogar am Überlegen. Wir haben noch 8 Wochen. Spiel entwickeln. Ich bin am Überlegen, Bowling
Einfach Bowling. So, nennen wir einfach Bowling. Das bleibt, das bleibt, das bleibt. Oh, der Tepl 2 ist raus. Jetzt wird's kritisch. Der Tepl 2 hat 1,3. So, dann fliegt der. Wir haben übrigens immer noch keine Engine gemacht. Die sollten wir auch mal machen. Gameplay verbessern. Wir packen die zwei Sachen rein und dann Bugfixing. Alter, wie viele Bugs haben wir denn da drin? Entwicklung fortsetzen, die zwei kriegen wir auch noch raus. Sehr schön, wir suchen einen Publisher. Wir gehen wieder zu Komani. Haben wir schon 3 Sterne. Versuchen möglichst schnell die hochzukriegen. Wir kriegen ein 80er-Spiel zusammen, vorzüglich. Update, kostenloses Update. Dafür einmal alles. Dann Engine entwickeln, neue Engine. Wir haben ja erst eine Sache. So schlimm ist das also nicht. Da machen wir FE Geschick und dann die Nummer hinten dran. Nehmen das Geschickteil und bin gerade am Überlegen, Tepl oder Arcade System. Ich glaube, wir nehmen sogar mal das Arcade System und packen 5% Punkte drauf. Das können die mal schnell machen. Die können mal die Auftragsarbeit hier runter robben. Mit robben ist gut gesagt, ne? Die brauchen dafür immer ewig. So, dann können die mal den Kurzauftrag machen, der besser bezahlt ist und der schneller geht wie der. Alter, ihr wollt jetzt nicht alle wegrennen. Macht hin. Danke. So, Spielebericht. Bowling. Dann können wir das Gebäude kaufen. Das haben wir schon mal. Und jetzt hat es leider gedreht. Jetzt müssen wir Adventure machen und Rennspiele und Rollenspiele und den ganzen Kram da ins Laufen bringen. Die Sachen dafür haben wir mittlerweile alle am Start. Ich mache mal Pause. Können hier nochmal, also hier haben wir sogar Aufträge, da können wir Aufträge machen ohne Ende. Und verdienen weiterhin unser Geld. Und das ist unabhängig von den Themen da oben. So, und das nächste Ziel ist es jetzt, die Werkstatt zu kriegen, dass wir eigene Konsolenspiele machen können. Und dann können wir noch eine Zeit lang mit eigenen Spielen auch ein bisschen Geld verdienen. Und eventuell schaffen wir es ja, die 5 Punkte bei Komani noch hinzukriegen, dass wir mit denen noch einen Publisher-Deal machen. Dann kriegen wir nochmal einen Haufen Kohle und können besser Spiele releasen. So, aber ich bin hier an der Stelle jetzt erstmal raus, sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Nick frei zockt Mad Games Tycoon 2. Ich habe jetzt eine ganz neue Taktik, siehst mir allein schon hier oben am Auftragswert. Wir sind schon fast bei 20%. Wenn ich noch ein paar Auftragsspiele mache und so weiter, wird der Wert noch höher. Die Aufträge werden immer besser bezahlt. Ich habe jetzt eine Strategie im Kopf, gestern sozusagen durchgetestet. Und das wird schon werden. So, aber ich bin jetzt hier erstmal raus. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.